Oh, es lädt einfach nur noch mal. Ja. Das passiert öfters mal. Ich laden. Jetzt schon fast. KI hat. Wieso machen wir das eigentlich über Discord und nicht über Raffis TS? Hier in den Weil Raffi Aufnahmen. sein TS zugemacht hat. Echt? Ja, ich weiß auch nicht warum. Und du hast recht, nächstes Mal können wir das hier über den TS machen. Ja, wenn Raffi hier zugemacht hat. Und ich kenne noch andere TS. TS? Egal, was auch immer der Plural ist. Ich kenne noch andere Teams. TS, 1TS, 2TS. Ein Teamspeak, zwei Teamspeaks. Ja, aber TS, das ist ja eigentlich ein Server dann. Warte, ein Teamspeak-Server, zwei Teamspeak-Server. Darum so, dachte ich. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie heißt es richtig? TS, TS ist Teamspeak, Teamspeak-Server. Teamspeak, Teamspeaks. Was ist denn jetzt der richtige Plural? Hallo? Kann das Spiel auch mal wieder weiter? Gut, man muss es nur ansprechen. Ja. Groovy, 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 cooler Leg. Die Map rendert gar nicht. So, jetzt rendert die Map. Ja. Cool, ich habe 848 Punkte. Nice. Wovon? Warum ist so viele Punkte? Achso, da. Nee, ich sehe es jetzt erst. Warten noch Spieler. Lol, ich bin jetzt der Janni HD, der Schreckliche. Ja, gut, was hab ich denn getan? Ah. Ja, gut. Warten auf Spieler. Achso, ich bin eigentlich gerade dabei, eine Politik einzuführen. Und was aber nicht so gut funktioniert irgendwie. Ja, ich kann jetzt erst anfangen. Mit der Runde. Ja. Konnte ich jetzt schon. Ja, ich habe die Luftfahrt erforscht. Cool. Ah, da ist ja deine Verbindung. Ich komme gar nicht mehr in dein Gebiet rein. Haben wir etwa aktuell keine offenen Grenzen mehr, weil es abgelaufen ist? Nee, aber von Dingens her. Dingens wegen nicht, weil alle abgeschnitten wurden. Wir haben generell keine offenen Grenzen, kein Verteidigungsbündnis mehr und keine Freundschaftserklärung mehr. Doch, in deine Grenze wäre ich gekommen gerade. Nur nicht mehr weiter hinaus. Weil Bursa, Antium versperren den Weg nach Novgorod. Doch, stimmt, ich hätte über Genf gehen können. Okay, dann liegt's daran. Produktion wählen. Ey, ich habe dir übrigens ein Angebot geschickt, ne? Okay, gucke ich mir gleich mal an. Ja, halt unser übliches Angebot, ne? Mit wir sind Freunde und... Ich will aber nicht mit dir befreundet sein. Musst du aber. Und was, wenn ich ablehne? Dann bist du ein Arschloch.
Du kannst mir nämlich gar nichts. Doch. Stell dir vor, das kann ich. Ja, yeah, ich bin mit meinem Gold wieder im Plus. Apropos St. Petersburg, du kannst mir doch hier mal Produktionen geben, ne? Ja, jetzt haben wir hier 64 Produktionen, dann kann ich hier die Liste einblenden und... Oh. Oh. Nö, hab kein Angebot bekommen. Kommt ja, jetzt erst in der nächsten Runde. Das ist mal wieder so unser typisches Problem. Gut, ich habe mal die Ausbildung von Militäreinheiten gestartet. Jetzt erst? Nein, von Fliegern. Ach so. Was greifst du denn zuerst an? Antion. Gut, und ich zuerst Rom. Okay. Das, was auch immer für dich einfacher ist. Ja, ist halt näher dran so, ne? Hm. Also für mehr Städte ist es näher dran. Oder für stärkere Städte. Für meine Truppen generell. Weil ich auch keine Truppen mehr nach... Obwohl, doch, über Hongkong müsste ich rennen. Hongkong ist der Nächste, der dran glauben muss. Wieso wollt ihr alle immer Stadtstaaten einnehmen? Das ist arschig. Weil sie im Weg sind. Nein, du kannst auch durch Stadtstaaten einfach durchrennen, das juckt die nicht. Nicht mit Militäreinheiten. Doch. Das juckt die. Ja, wow, dann mögen die dich kurz nicht, es sei denn, du bist mit denen befreundet. Nein, ich töte Hongkong. Nein. Doch. Du hast mir nicht zu sagen, wen ich hier töten darf und wer nicht. Doch. Nein. Ah, oh, ich habe einen englischen Spion erledigt. Doch, ich bin im Platz 9 im Militär. Was, wie egal mir das ist? Biologie! Wow, hast du dafür lang gebraucht. Religion! Titten! Alter bringen Schiffe viel. Holy fuck! Gerade ein Bötchen gestartet, das bringt mir fucking 18. Passiert. Also ich habe 4 Schützen an Caesars Grenze. Okay, renne ich jetzt erst nach Boston oder erst nach San Francisco? Erst nach Boston. Wäre mir eher die Frage, womit? Großen Propheten. Jetzt ist Washington, New York, Philadelphia und Quebec in meiner Religion. Nein, infiziert. Ja, ich infiziere alle. Wie ich einfach halt überall Religionseinfluss hier auf diesem Kontinent habe. Lol. Außer bei mir. In den 2 Städten. Hast du aber sonst. Frage, sind wir bereit für Krieg? Ja. Sicher? Ja, da bilden noch 2 Städtetruppen aus, aber die müssen eh dauerhaft Truppen nachbringen. Gut, dann warte, ich schicke dir jetzt das Angebot, das den Krieg eröffnet, dass wir beide Krieg haben mit dem. Als Freunde und nicht als Gegner in dem Fall. Weil dann bleibt auch das Verteidigungsbündnis bestehen, dann müssen wir das nicht neu machen. Weil es dann auf einmal nicht alle Leute mögen. Obwohl, mögen Leute überhaupt Caesar? Ich glaube nicht. Du High Gamer. Apropos, hast du das Angebot noch gar nicht angenommen? Ich habe immer noch keins bekommen. Zurücknehmen. Angebot zurückgezogen. Ja, in dem Angebot ist einfach alles drin. Krieg gegen Augustus Caesar. Babim. Hast du jetzt ein Angebot? Ja. Ja.
Ihr habt Augustus Cäsar den Krieg erklärt. Juhai Gamer hat Augustus Cäsar den Krieg erklärt. Unit. Okay, seine erste Einheit habe ich schon stark geschwächt. Ich habe seine Einheit gleich die erste getötet. Ja, ich kann ja erst diese Runde töten, ist das Problem. Cool, ich habe eine Einheit geschenkt gekriegt. Oh Scheiße, jetzt habe ich meine Bauarbeiter weggezogen. Nicht so schlau. Next Round. Okay, gut, das wird relativ einfach. Wow, fuck, was passiert denn da? Aua. Quebec hat Augustus Caesar den Krieg erklärt. Ich stelle mir aber die Frage, wer von uns beiden ist gerade mit Quebec verbunden? Du! Oh, lol. Wusste ich gar nicht. Ihre Stadt wurde konvertiert. Nicht von dir. St. Petersburg, das sind die 28. Katholiken. Ich gehe doch immer noch nach Boston, weil dadurch wird das nach Amerika verteilt und überall hin. Durch ja. Meine Schiffe. Oh, das geht mir gerade echt auf die Eier. Aber es ist schon intelligent von Österreich, sich die größte Stadt der Welt zu holen. Und ja, St. Petersburg ist die größte Stadt der Welt. Ich habe es nachgeschaut. Und danach folge ich mit New York. Folge ich nicht noch danach mit irgendwas? Nö, deine sind, du hast nur St. Petersburg höher als New York. New York hat 28 Einwohner. Ah. Stimmt, Nogordo ist ein bisschen niedriger noch. Angriff! Feuer! Ist das eine normale Kanone? Ja, das ist eine scheiß normale Kanone. Kotz. Los, meine Schützen! Auf geht's! Krieg! Produktion! Ich hätte gerne... 2-mal hier Bomber und 2-mal Flieger. Guck, ich habe eine Gatling-Kanone. Ah, wieso muss die so weit laufen? Wo muss ich eine Produktion wählen? Ach, da. So. Der kriegt nicht genug Einheiten hinterher, der zieht zum Rückzug. Okay. Glaube ich. Also sieht so aus, weil der bewegt seine Einheiten weg von Antium. Ich denke mal, der geht jetzt nach Chicago. Ja, der zieht hier Truppen bei mir zusammen.
Was eigentlich total schwachsinnig ist. Grenzüberschreitung! Oh mein Gott, ist das eine wichtige Stadt für mich, fällt mir gerade so auf. Antium? Ja. Warum? Ganz einfach, das ist ein neuer Knotenpunkt, damit ich später den Araber angreifen kann. Mhm. Und es ist ein Knotenpunkt zwischen uns beiden. Ja, die zweite Grenzberührung von uns. Ja, das klingt nicht nur so unchristlich, das ist auch so unchristlich. Rom und Kumar sind für mich wichtig. Weil dadurch verbinde ich alle meine Städte hier in diesem Bereich. Ich kann immer noch nicht ziehen. Jetzt kann ich ziehen. Oh, natürlich habe ich nicht genug Fernkampfreichweite. Apropos, ich habe ja jetzt einen Bomber. Ich kann ja jetzt bombardieren. Wie er meinen Bomber mit Steinen abwirft. Wie hübsch. Macht doch jeder normale Mensch. Ja. Oh, guck mal da, ein Tank hat einen Bomber. Ich werfe einen Stein. Naja, eigentlich ist es ein... Ja, ich weiß, aber das war jetzt übertrieben.